Herzlich willkommen zu Folge 27 der Ork-Krieg-Modifikation. Wir stehen hier vor Woda, waren wir in der letzten Folge. Hey! Und wir werden in dieser Folge Ignaz und den Rest hier aufsuchen. Lass! Das hat nur ein Angebot gehabt. Holz. Stimmt, Dietrich, Mann. Stimmt, stimmt, stimmt. Gut. Also, wie wir jetzt weitermachen mit diesem Lehrling anfangen oder nicht anfangen. Keine Ahnung, also wie gesagt, ich gehe davon aus, eine Option, Ansprachoption ist erstmal nur so eine Frage der Möglichkeiten. Das andere ist dann quasi wirklich die Quest, die das Ganze dann ins Laufen oder ins Rollen bringt, eher gesagt. So, der wollte ja auch, dass ich ins Hauptviertel gehe, ne? Irgendwas klar. So, dann sehen wir aus über die Händlergilde. Erzähl mir etwas. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Wir sind die Einzigen. Die Sesselfurzer im oberen Viertel machen eh, was sie wollen. Das hat mir alles schon. Ohne uns. Wenn ich mich recht entsinne. Nun gut, dann lass uns mal überlegen. Wir hatten ja mehr oder weniger zweimal dieselbe Quest. Mehr oder minder. Hier bei Ignaz nachzufragen. So mehr auch hier für die beiden Frauen vom Beet. Also sowohl für die zwei als auch für den Lateri sollen wir da beim Ignaz vorbeischauen. Na gut, dann... Wer ist denn eigentlich Felix? Und Simeon, warum schrubben die hier... Ich meine, gut, der kehrt, aber warum schrubbt der hier den Achikal? Hi! Den Weg. Na, fragen wir die beiden Jungs mal. Wie komme ich in Austria an schnelles Gold? Da fragst du mich? Siehst du nicht, dass ich selber an schnelles Gold kommen will? Im oberen Viertel gibt es so das eine oder andere Interessante, wenn du verstehst, was ich meine. Aber wenn ich du wäre, würde ich mich da nicht blicken lassen. Wieso denn nicht? Die Miliz beobachtet jeden Neuen im Viertel mit Adler. Wenn du dich in ein Haus reinschleichst, haben die dich schneller da wieder raus, als dass du Moritz sagen kannst. Was als ob? Gibt es auch einen ehrlichen Weg, hier an Gold zu kommen? Natürlich gibt es den. Du suchst eine Menge Krempel in der Wildnis zusammen und verkaufst ihn dann an die Händler hier. Nur ist das nicht ganz ungefährlich, wenn du verstehst, was ich meine. Ist aber realistisch. Ist ja quasi genau das, was mein Gothic eigentlich jeden Tag macht. Gut, das ist ein normaler Bürger. Was mit dir? Hey, was denn los? Ja, das frage ich dich. Was ist deine Aufgabe hier? Ich bin dafür zuständig, dass ihr hier nicht im Dreck rumkriechen müsst. Ich bin hier der Putzdienst. Ist zwar ein beschissener Job, aber mein Gold verdiene ich damit. Hast du nie über etwas anderes nachgedacht? Natürlich habe ich das. Denkst du, ich will für immer die Straßen fegen? Nur eine Chance hatte ich noch nie. Ich wollte eigentlich Lehrling bei einem der Händler in der Unterstadt werden. Aber die nehmen nur noch die Besten. Nur noch, heißt das... Es war einmal einfacher. Bevor hier die Orksöldner ihr Unwesen trieben, konnte eigentlich jeder Lehrling werden. Aber seitdem ist hier jeder in der Stadt verdammt misstrauisch. Ja, frag mich, wie das kommt. Wenn die ganze Situation angeheizt ist, wenn irgendwer Radau und Randale macht, die ganzen Unternehmen hier oder ne, hier dann auch noch sabotiert werden. Ja, ist ja schon eine raue Zeit hier in Austria, so ist das halt. Erzähl mir mehr über die Orksöldner. Seit dem Krieg auf dem Festland passieren hier immer mehr sonderbare Sachen. Wodas Holzbestände wurden fast komplett vernichtet und Thorald wurde der Stahl aus der Schmiede geraubt. Viele sagen, es wären die Orksöldner. Die Miliz hat mal einen festgenommen, aber nach fast 3 Tagen ist er ausgebrochen. Ausgebrochen? Wie hat er das denn geschafft? Er hatte anscheinend noch mehr Verbündete in der Stadt. Die haben nachts der Gefängniswache einfach einen Bolzen in den Kopf gejagt und ihren Kumpel dann rausgeholt. Seitdem hat die Miliz bei einigen in der Stadt verschissen. Sie hätte den Halunken mit mehr als einer Wache bewachen müssen. Alter Vater, was geht denn hier eigentlich ab? Da wird einer eingeknastet, dann kriegt die Wache einen Bolzen in die Fresse und dann... Der da rausgeholt, also das ist schon eine enge... Gibt es sonst noch etwas, was sie über Austria wissen Situation sollte? Hier. Wenn ich du wäre, würde ich nicht versuchen, ins obere Viertel zu kommen. Die lassen dort nur angesehene Bürger der Stadt rein.
Aber ich glaube eh nicht, dass du dich mit den Bonzenschweinen einlassen würdest. Also wir haben auf jeden Fall auch eine Problematik zwischen Arm und Reich. Misstrauen ist allgegenwärtig in der Stadt. Es gibt Terrorzellen, die wie gesagt die Unternehmen stören. Und auch generell den Wohlstand der Stadt. Also es ist schon deftig hier. Gibt es schon was Neues? Nicht, dass ich wüsste. Aber von mir erfährst du sicherlich die Neuigkeiten nicht als erstes. Alles klar, gut. Die beiden, die hier die Straße schrubben, können einem eigentlich nur so ein paar Informationen mitgeben. Ohne den richtigen Schlüssel. Dafür brauchen wir einen Schlüssel, ansonsten würde ich sagen, wir können mal ein bisschen die Stadt ausnehmen. Und alter Vater, sind das hohe Mauern, fällt mir gerade mal so auf. Nettes Zimmer hier drin. Beim Kamin, aber ich meine auf der anderen Seite liegt hier ein Jagdbogen rum und ich eier hier gerade so ein bisschen in der Leiter rum. Also schön, ich frage mich aber auch, ob man hier auf den Dächern was Interessantes finden könnte, also so a la Corines, ne? So ein bisschen Tränke oder sonstiges Gedöns könnte man ja mal probieren. Denn wie gesagt, liegt hier sogar was? Ne, das meine ich aber gar nicht. Wie kommt denn hier hin? Sag mal, ich meine, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass es andere Wagemutige gegeben hat, die es versucht haben, hier auf den Dächern zum großen Glück zu finden. Ja, aber wieso zur Hölle liegt hier ein Skelett? Ich meine, der stirbt einer auf dem Dach oder was? Und keiner kriegt es mit. Herrlich. Naja, wie dem auch sei, wir müssen uns generell mal jetzt eigentlich ein bisschen mehr auch die Stadt anschauen, ja, alles mitnehmen, was wir finden können. Denn wenn ich mich recht entsinne, waren wir bis jetzt wirklich nur im Händlerviertel. Sonst nirgends. Haben nichts gemacht, außer jetzt mal, 200 Gold, 200. War eine stattliche Summe hier. Danke an den Ehrenwerten, wen auch immer. Auf jeden Fall hat er gerade unseren Meisterdegen mitfinanziert. Oder zumindest dafür gesorgt, dass wir noch ein bisschen kleines Polster haben, wenn wir die Waffe uns dann irgendwann kaufen. Ach, den Hammer kann man gar nicht mitnehmen. Ich dachte, den Hammer könnte man mitnehmen. Wie gesagt, irgendwie kann man auch auf die Mauern hoch. Werden wir auch noch machen. Wenn wir uns, wie gesagt, das Ganze mal hier genau anschauen. Was ist hier ein Lagerhaus? Kann man da was mitgehen lassen? Stimmt, oder? Beil, kann man die Betten auch mitnehmen, oder? Mal hinten noch Snapperkrallen könnten auch was wert sein. Schauen wir mal, was wir noch so finden können. Puh, sieht man ja gar nichts. Alles voll mit Ramsch und ich sag mal normalen Vorräten. Das heißt, ich Kisten mit was auch immer da drin ist, Nahrung, sonst was oder Baumaterialien und dann Stroh. Ansonsten scheint der ganz normale Wahnsinn zu sein in der Stadt. Und der Wellengang. Was ist denn da an der Seite? Wie ist es eigentlich, wenn wir jetzt hier an der Seite vorbeischwimmen würden? Würden wir dann... Da wäre die Welt ja leer, oder? Weil wir haben ja wie gesagt so eine... Ne? Wisst ihr, was ich meine? Eine kleine Zwischenwelt. Also, was zur Hölle? Alles okay? Wow! Genau. Wer hat dir denn ins Hirn geschickt? Okay, da ist eine fast nackte Frau im Gebüsch, kotzt und... schenkt uns Käse. Also ich habe schon das Gefühl, dass es hier den einen oder anderen Verrückten gibt in der Modifikation. Also er ist irgendein wahnsinniger Bauer, eine halbnackte Frau im Gebüsch mitten in der Stadt, haben wir hier ein bisschen was mitnehmen können. Oh ja. Bruder, als ob ich dafür bezahlen würde. Ich nehme sie mir einfach.
Äpfel auch nicht schlecht, Bier. Oh, Bier, ne? Ansonsten war da das halt noch Sichel. Bisschen Wasser. Müssen wir so oder so weniger kaufen. Sieht uns hier jemand? Nee, aber dann... Dann können wir das Ganze ja auch bedenkenlos mitgehen lassen. Bisschen was zu rauchen. Warum nicht? Nimm alles mit, Schinken, alles. Gib den Scheiß her. Darauf bin ich geboren. Anderen Leuten die Bude auszuräumen. So. Oh, da noch mehr. Wir können uns ja auch überall hinlegen und runter pennen. Ja, also das kann man kann sowieso überall schlafen, wo man auch immer ein Bett finden mag, aber es gibt in, zumindest jetzt auch in der Hafenstadt viele Gegenden, Lagerhäuser, wo einfach auch ein Bett drin steht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie die armen Arbeiter sind, die da schlafen müssen, die sonst kein Zuhause haben. Oder ob das einfach nur, weiß ich nicht, eine Möglichkeit für jedermann ist. Das kann ja sein. So, da oben an dem Haus waren wir schon. Können wir hier entlang, da haben wir noch ein paar Kräuter, wenn ich mich recht entsinne. Also, was heißt Kräuter? Halt. Ja, Kräuter, Pflanzen. Dinge, die nicht nied- und nagelfest sind, deswegen können wir sie mitnehmen. Mal da hinten nochmal schauen. Ist da wirklich ein Schwert drin oder? Nee. Ist einfach nur ein Fass mit ganz vielen Deko-Schwertern. Zwischen zwei Häuserwänden. Ohne Grund. Wie sieht das eigentlich gerade von hier aus? Kann man da durch den... Nee, das ist hinter dem Baum. Ich dachte, man konnte irgendwie durch den Baum durch oder so. Boah, ist das eine Bäckerei? Also... Das ist eine blöde Frage. Ich meine, also, ich meine, Bruder. Bist du uns zufällig sauer? Nicht? Ja gut, dann. Weiß ich, das ist so eine ganz ekelhafte Aufgabe. Ich muss nämlich ein paar Brote, ne, und nicht, dass ich das stören würde. Du hast ja eh genug, ne? Ach, du Heilige, wir können dich gerade mitnehmen. Wir können dem quasi komplett die Existenz zerstören, indem wir uns jetzt einfach mal... Scheiße, ne, bitte Brote. Ist ja auch ein wichtiges Nahrungsmittel, ne? Aber wie gesagt, wir brauchen gar nicht 40, sondern nur 20. Das wurde dann nochmal geändert, aber die Möglichkeit an 40 zu kommen ist quasi noch da. Wie ihr hier sehen könnt. Der hat auch eine ziemlich große Hütte dafür, dass er nur eine kleine Bäckerei hat. Vielleicht ist ja auch eine große Bäckerei. Die Vorräte lassen es beinahe vermuten. Ich hoffe, das ist jetzt aber nicht sauer auf uns. Wie gesagt, das mit dem Rechtssystem hier in Austria ist mir noch nicht so ganz geläufig. Es kann sein, dass irgendwie die im oberen Stadtviertel da direkt die Armee auf einen hier draufhetzen und dann man quasi komplett zerstört wird, aber bei dem Kerl hier in der... Das sieht aber auch witzig aus, muss man sagen. Das sind die frischen Brote hier. Schon ein bisschen groß, ne? Aber jeder erkennt ja, was es sein soll. Ach du Scheiße, so echt ein bisschen groß. Also alles, so insgesamt. So, wir nehmen natürlich noch ein paar. Fragen wir den mal, was der hier so zu verkaufen hat. Oder zu tun hat, oder, ne? Stehen wir erstmal auf der Ware rum, wie sie es gehört. Netter Ofen. In der Tat. Wenn es hart auf hart kommt, kann ich hier pro Tag genügend Brot für die Ernährung von ganz Das habe ich schon immer gesagt. Ich heiße übrigens Paulven und ich bin hier der Bäcker. Fast alles Brot, was in Austria gegessen wird. Er redet einfach zu viel. In der Händlergilde der Unterstadt bin ich auch, aber wirklich was zu melden habe ich nicht. Mhm. Worum soll ich mich denn Bäckerlehrling, das wäre doch was. Kann ich bei dir Brot kaufen? Für den Verkauf bin ich nicht zuständig. Ich bin nur Lieferant für verschiedene Händler. Okay. Woher bekommst du dein Mehl? Hauptsächlich von Hefjas Bauernhof. Dem sein Korn ist hochwertiger als von Egons. Was passiert dann mit Egons Korn? Ich glaube, das wird für die Tierzucht und den Export verwendet.
Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ich weiß nur, dass das Brot mit Hefjas-Getreide deutlich besser schmeckt. Ich glaube, ich habe dem gerade noch einen Kunden vergrault, weil ich hier so wieder die letzte Vollassi auf der Theke stehe. Aber wie dem auch sei, vielleicht hat er eine Quest für uns. Ich will mich der Händlergilde der Unterstadt anschließen. Schön für dich. Heißt das, ich bekomme deine Zustimmung? Ich bin zwar Mitglied in der Händlergilde der Unterstadt, aber ich bin kein Meister. Wer sagt denn sowas? Kommt es noch, der Meister des Brotes gewährt seine Zustimmung. Ich habe bei uns im Verein bei weitem nicht genug. Ich glaube da nicht dran. Okay, also der hat nie wirklich nichts zu sagen. Aber wir haben über 60 Brote. Naja, warum nicht? Jetzt müssen wir uns auch mal auf die Suche nach Ignaz machen, weil das habe ich eigentlich gesagt, dass wir das vorhaben. Er erzählt alles weiter. Das ist alles noch... Okay, da gibt's zumindest Tempel, aber das Hafenviertel ist echt gar nicht worum mal so klein. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Es kann sein, dass wir es nicht mehr die Folge hinbekommen. Also sage ich mal, die nächsten Folgen werden wir wieder hier Ignaz und Lateri angehen, weil ich habe gerade irgendwie das Verlangen, auch einen Haufen Sachen zu stipitzen. Und vor allem will ich mal dafür sorgen, dass wir uns hier ein bisschen besser auskennen können werden. Ne? Und vor allem schon den Leuten das Hab und Gut mitgehen zu lassen, ist natürlich das Schönste, was man hier überhaupt machen kann. Da oben einer, da ist doch eine Karte von Corinnes, oder? Bin ja nicht blöd. Glaube ich zumindest, dass es das sein soll. Wie dem auch sei, vor allem haben wir hier noch ein paar Fische, die wir finden können. Brauchen wir ja noch. Rohes Fleisch haben wir ja genug. Fische brauchen wir auch 40, ne? Glaube ich. Also bei den Broten waren es dann doch nur 20. Die haben wir sicher. 40 rohes Fleisch haben wir auch auf jeden Fall. Und hier haben wir noch zwei Truhen. Kein Schloss haben? Doch, haben eins. Zwei Pfannen. Okay, naja. Ausbeute ist wieder gesundes, unteres Mittelmaß. Dabei, dass wir die Dietriche rausschießen, wobei wir müssen noch ein paar haben. Jetzt glaube ich allerdings auch nicht... Ich raus wieder komplett aus. Was soll denn das? Danke. Wow, da ist Gold und drei Bier. Es lohnt sich ja wieder bis zum Himmel und zurück. Durch die Hölle und wieder her. Da werdet ihr alle leiden. Außer die hat schon gelitten. So, das war das andere Lagerhaus. Genau. Gerne. Okay, gut. Langsam verstehe ich hier die Zusammensetzung der Gebäude. Da hatten wir dann den Rest mitgenommen. Und das ist hier so ein Fischer oder was? Ach, das ist... Ach, guck mal, mit dem müssen wir sogar reden. Mann, können wir ja doch noch was mit für Quests machen. Wer bist du? Man nennt mich Cole. Früher einmal war ich Seemann, doch das ist schon lange her. Seit die Orks den Krieg auf dem Festland gewonnen haben, finde ich keine Arbeit mehr. Gibt's was Neues? Es passiert schon länger nichts Neues mehr. Es sind Orks halt mehr in der Stadt. Und außerhalb der Stadt ist man nicht mehr sicher, denn überall könnte man auf einen Ork treffen. Ich hab gar nicht so viele getroffen bis jetzt. Na, ist auch egal. Kommt noch. Ich komme von Thorald. So? Was will er denn? Du hast 5 Kurzschwerter bei ihm bestellt und nicht bezahlt. Ich bin hier, um das Gold abzuholen. Ja, aber ich hab das Gold nicht. Prügel ich dich eben und nimm mir die Schwerter. Ja, ich frage mich, ob wir den schaffen. Und ich weiß nicht, ob der vielleicht irgendwie später noch wichtig sein wird. Für eine Quest. Ich meine, 300 Gold. Oh, ich hoffe, es gibt aber auch mehr EP. Ich meine, wir können es uns leisten. Wir haben jetzt letztens in der Truhe, also vorhin, 200 gefunden. Ja, ich meine, das wäre jetzt nicht das Problem. Wir können uns genug zusammenklauen und Sachen verkaufen, ja. Komm, verprügeln wir nicht den armen Kerl. Sind wir recht schaffen. Ja. Und setzen mal den Mensch über materielle Güter. Ich werde für dich die Schulden bezahlen. Das würdest du echt machen? Ach komm, du verarschst mich doch. Nein, ich werde deine Schulden begleichen.
wenn ihr mir jetzt nicht glaubt. Am Ende hätte ich ihn einfach verprügeln sollen. Ich hole mir aber jetzt erstmal gleich wieder, was ich, ne? In Form von Schinken. Werde ich mir meine für deine Schulden beglichenen Schulden zurück verschulden lassen oder so. Das ist doch locker dein Truhe. Du kriegst jetzt erstmal wahrscheinlich krieg ich aufs Fressbrett, weil ich Ton nicht aufkrieg. So. 67 Minuten. Naja, okay, gut. Was ist denn hier wieder los? In der Hafenstadt geht's ja rund, ist ja Betrieb wie Sau. Nun gut, wie dem auch sei. Ein Hafenbewohner, guck mal, der ist nicht mal ein Bürger. Was ein armer Schlucker hier. So wie dem auch sei, ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir, wie gesagt, uns nochmal hier ein bisschen vergnügen im Hafenviertel, klauen uns ein bisschen was zusammen. Und ja, werden dann, wie gesagt, noch auf die Suche, oder auf der Suche nach Ignaz sein. Und die beiden Pestiziden-Quests, die irgendwie unmittelbar miteinander zusammenhängen sollten, dann werden wir die, wie gesagt, in Angriff nehmen. Die zwei, und dann auch Thorald melden, dass wir halt eben das Geld eingefahren haben, obwohl wir es nicht gemacht haben. Und ja, zum Thema Nahrungsmittelversorgung, da haben wir wenigstens ein bisschen was dazu bekommen. Fehlen noch ein paar Fische und dann war es das auch. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und randalieren weiter im Hafenviertel dann munter, bunt, rund. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.